damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Falsche Hände? Wen meinen Sie damit? Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es Ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Terminus. Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Dann bereits umgehen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Da sehen wir das Böse. Tarnsysteme werden aktiviert. Oder je nachdem, wie das Böse sich aussehen mag. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Wir können von Sand, Sir. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Schon ein bisschen. Ja, hier wird ein bisschen hart umkämpft gerade, wie man sieht. Inhalt wird gespeichert. Gut. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Das Schiff ist gerade weggeflogen. Hab mich zurückgelassen, ihr Schweine! So. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Schöne Aussicht. Eden Prime. Interessante Gebäude. Mit dabei haben wir Jenkins und Gaitan Alenko. Oh Gott, was war hier los? Oh, hier ist gerade ein richtiges Gefecht. Riecht nach Rauch und Tod. Ja, hier riecht's richtig nach Rauch und Tod. Oh Gott, was war hier los? So, mal gucken. Ich bin Soldat, ich kann also jede Waffe-Kategorie tragen, die ich haben will. Sowohl Sturm, Schrotflinte, Pistole und Scharfschütze. Nehmen wir jetzt erst die Pistole. Hier sind die Fähigkeiten, Shepard hat noch keine. Was zur Hölle sind das für Dinge? Gastaschen, keine Sorge, die sind harmlos. Aha, harmlos.
Da will ich dir vertrauen. Du lebtest ja auf Ebenpalm schon. Okay, Pistole kann jetzt mal weg. Dann rennen wir mal ein bisschen. Da liegt was. Öffnen wir mal. Panzerungsupgrade. Ein Medigel. Medigel ist, ja, das Medikit hier im Mass Effect. Aber es ist echt schon ein kleines Gefechtchen hier am Start. So. Wollen wir mal hochgehen. Bin den Grafik immer noch gut dafür, dass sie so alt ist. Was ist hier geschehen? Oh, den hat's echt erwischt. So. Jenkins wird schon ganz nervös. Und da war Jenkins tot. Stufe Aufstieg, schön. Geh runter, Shepard, danke. Alle Gegner sind tot. Eins der Sachen von Mass Effect ist, also im ersten Teil, ja, schön gesichert, ist, dass die Waffen unendlich Munition haben, dafür können sie aber überhitzen. So. Und das sind wir Jenkins. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Jo, du musst dich immer voll konzentrieren, Soldat. So, dann wollen wir weiter. Vorwärtsmarsch. Renn. Geth. Aufklärungsdrohne. Die Geth. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Granate und Medigel. Die Geth sind meine Lieblingsrasse aus Mass Effect. Danach. Ach nee, das ist jetzt nicht mehr im zweiten und dritten Teil. Da, was ist er? Tschüss. Immer schön voran. Und jetzt mal ein bisschen rennen. Ah, das sind Schmerzen. Ashley Williams hier. Eine Geth-Schützen. So sehen die Geth aus, also ihre Hauptkörper, beziehungsweise, ja. Finde ich ziemlich cool, optisch designt. Danke für die Hilfe, Commander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Na, die beiden waren jetzt nicht so das Problem gewesen. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? 212. Ich lehre Parallelen zu Star Wars. Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Muss sie rein, was ist mit dem Rest ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einziger übrig. Du musst dir nicht die Schuld geben für sowas. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um sie zu retten. Jawohl, Sir. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Da kommt sie mit uns. Wir könnten ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Was kannst du mir über die Geth sagen? Geth klingt, naja,
Geth ist ein besseres Bezeichnung, finde ich. Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Hm. Aha. Zu den Sender? Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Städte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Was mit Wissenschaftlern denn? Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei ihnen. Vielleicht haben sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Mhm. Vor dem Angriff? Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Geth kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Mhm. Hast du Nice gesehen? Haben Sie hier einen turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten sie es erkannt. Er hat genug Feuerkraft bei sich, um eine komplette Kompanie auszuradieren. Glücklicherweise steht er auf unserer Seite. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, keine Turianer. Okay, dann gehen wir mal. Los geht's. So. Und ich würde sagen, das war's mal für den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder Abend, je nachdem. Und ciao.